Diner Summit 2018, was macht das Event für dich aus? Diner Summit ist ja so eine Traditionsveranstaltung, gibt es viele Jahre schon und Dimetrics ist ja ein deutscher Innovator in dem Bereich. Und insofern macht den Event auf, dass man erstens viele Leute wieder trifft, die man kennt. Und das Zweite ist, dass es halt unglaublich viele Praktika sind. Das heißt, man hat unglaublich viele Leute, die Praxisbeispiele zeigen. Wir hatten gerade einen Vortrag von AIDA, die wirklich zeigen, was sie denn machen mit den Daten. Und das ist für mich natürlich immer super spannend, zu sehen, was passiert denn real in der Industrie. Hast du ein Highlight, auf das du dich besonders freust? Ich glaube, die Gespräche in den Pausen lustigerweise tatsächlich. Also ich mag die Vorträge und ich mag das, wenn das da ist. Aber spannend wird es immer, wenn man dann nochmal draußen die Leute wirklich nicht nochmal fragen kann, okay, was ist da genau, was passiert, was ist da genau passiert. Weil wenn man so, wie ich, durch die Hochschule zwar drin ist noch und berät, aber dann halt real nicht umsetzen muss, dann ist es super spannend, wenn man immer von Leuten sieht, okay, was sind denn die echten Herausforderungen, was war ein Problem, wie habt ihr das gelöst? Das finde ich immer super spannend. Du hast einen Vortrag über Marketing Innovation gehalten und wolltest den Gästen ein bisschen schlechtes Gewissen machen. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, dass wir uns zu wenig mit Marketing-Innovation beschäftigen. Marketing-Innovation wird immer noch abgetan. Ich habe keine echte Innovation, also muss ich eine Marketing-Innovation machen und muss irgendwie ein bisschen mit Marketing das Produkt aufladen. Aber inzwischen ist es so, dass Marketing-Innovationen ganze Märkte bewegen, treiben. Tesla ist immer mein Lieblingsbeispiel. Ein okay Auto, aber dass die ganze deutsche Automobilindustrie von Tesla vor sich hergetrieben wird, kommt durch geniales Marketing. Und deswegen muss man darüber legen, wie kann man Marketing-Innovation in eine Organisation einbringen, um sich damit Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Und wie kann man das überlegen? Also wie kann man praktisch innovativ sein? Innovation hat ja immer damit zu tun, dass wir Dinge, die schon da sind, neu anwenden. Das heißt, ich habe in meinem Vortrag auch darauf abgehoben, dass man quasi nichts neu erfinden muss, sondern dass man auf den Schultern von Giganten stehen kann und eben was nutzen kann, was im Regal ist und es eigentlich nur anders anwenden muss. Und dafür muss man sich Zeit nehmen, da muss man Mut haben, das entsprechend anzugehen. Und genau darum ging es mir, dass die Leute sich Zeit dafür nehmen, dass sie den Mut haben, das entsprechend anzugehen und es einfach mal ausprobieren. Und du hast auch gesagt, ein bisschen wieder Kind sein. Kind sein ist super wichtig. Ja. Es gibt ja das schöne Beispiel von Walt Disney, der quasi gesagt hat, der Unterschied zwischen meinem Themepark und anderen Themeparks war, dass meiner wie ein Film war. Und ich hatte halt einfach diese kindliche Vorstellung, ich gehe rein in diesen Film und lebe in einem Film. Und dadurch hat er faktisch den erfolgreichsten Entertainment-Konzern der Welt gebaut. Und dieses Kind sein, das muss man einfach in sich haben, damit man diese neuen Anwendungen erkennt. Damit man einfach merkt, okay, da ist eine Innovation drin, das hat noch keiner dran gedacht. Marketing geht ums Verhalten von Menschen und Kinder können das super beobachten und sind da nicht nur grausam auf der einen Seite, weil sie halt sehr ehrlich sind, sondern sind halt auch unglaublich kreativ und innovativ. Ja. Dankeschön, Professor Dr. Jürgen Seitz, vielen Dank. Ich